Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, heute stiehlt uns die AfD wieder 38 Minuten wertvoller Debattenzeit für einen Antrag, der fachlich schwach und politisch durchsichtig ist. Zum Inhalt wurde ja schon einiges Richtiges gesagt. Und da muss man mal fragen, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Es geht der AfD wieder einmal um Hass und Hetze gegen Muslime. Und deutlich wird das an einer Pressemitteilung von Beatrix von Storch zum sogenannten Al-Quds-Tag letzte Woche. Da schreibt sie doch allen Ernstes, der grassierende Antisemitismus in Deutschland trägt vor allem ein muslimisches Antlitz. Zitat Ende. Da sind sie wieder, die Fake News, die wir inzwischen von Ihnen gewohnt sind. Richtig ist, der Antisemitismus in Deutschland, der trägt vor allem eine rechtsextreme Fratze. Die Fratze von Hass und Judenverachtung, die auch 74 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz in Deutschland nicht verschwunden ist. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, wies erst jüngst darauf hin, dass 90% aller antisemitischen Straftaten einen rechtsextremen Hintergrund haben. 90%. Und die AfD benutzt den auch bei Muslimen vorhandenen Antisemitismus. Ja, in der ganzen Gesellschaft gibt es den. Aber den benutzt sie, um von der eigenen Schuld an der Zunahme von Judenhass abzulenken und gleichzeitig den Hass gegen alle Muslime zu schüren. Und das ist schäbig und das ist ekelhaft. Und das müssen alle Demokratinnen und Demokraten hier zurückweisen. In dieser eben angesprochenen Pressemitteilung versuchen Sie, Frau von Storch, sich an die deutsch-israelische Gesellschaft ranzuwanzen. Ich möchte gerne in Erinnerung rufen und zitieren, was diese Gesellschaft im Jahr 2017 zum Umgang mit ihrer Partei geschrieben hat, beschlossen hat. Ich zitiere: Gegenwärtig versuchen politische Kräfte in Deutschland, da können Sie ruhig mal zuhören. Gegenwärtig versuchen politische Kräfte in Deutschland, jüdische Gemeindemitglieder und Freunde Israels unter der Flagge der Unterstützung Israels für ihre Kampagnen gegen Einwanderung, gegen Überfremdung durch den Islam, gegen die islamische Gefahr einzuspannen, Bündnisse einzugehen und dafür auch in der deutsch-israelischen Gesellschaft tätig zu werden. Die deutsch-israelische Gesellschaft ist sich mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland einig. Wir lehnen jede Form von Islamfeindschaft ab, denn Rassismus, grundsätzliche pauschale Ablehnung und Bekämpfung von Islam und Muslimen haben die gleichen trüben Quellen wie der Antisemitismus. Sie vergiften und gefährden unsere Gesellschaft insgesamt. Zitat Ende. Und dass eine Politikerin dieser Partei, die Chuzpe besitzt, sich als Antisemitismusbeauftragte zu bezeichnen, das ist ja wohl nicht zu glauben. Fangen Sie doch mal an, mit einem eisernen Besen Ihren eigenen Saustall auszukehren. Ich erinnere hier nur an die Aussagen von Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg. Er beleidigte die Erinnerung an den Holocaust als Zivilreligion des Westens. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Holocaust-Leugner sind für ihn Dissidenten und das Judentum ist der innere und der Islam der äußere Feind des christlichen Abendlandes. Gedeon darf qua Urteil des Landgerichts Berlin als Holocaust-Leugner bezeichnet werden. Konsequenzen? Keine. Oder Bernd Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag und Alter Ego des Neonazis Landolf Ladig. Er nannte das Holocaust-Denkmal hier in Berlin ein Denkmal der Schande und bezeichnet Christentum und Judentum als einen Antagonismus. Konsequenzen? Keine. Gar nicht zu reden von Ihrem Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland, für den der Hitlerfaschismus mit seinen Millionen von Opfern nur ein Fliegenschiss in unserer Geschichte ist. Meine Damen und Herren, das geht gar nicht. Wir Linken stehen an der Seite aller Menschen, die von Antisemitismus, Rassismus und Islamfeindlichkeit betroffen sind. Wir werden Ihnen von der AfD und ihrer widerlichen Propaganda keinen Schritt nachgeben. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Kollege Omid Noripur.